Aber man muss das Ganze mal so rechnen, dass wenn man einen Kunden reinholt, der monatlich direkt wieder 2000 Euro bezahlt, wie schnell man das wieder drinnen hat. So, hi und herzlich willkommen hier in diesem neuen Video. Mein Name ist Max Weiß, Gründer der Weiß Consulting und Marketing GmbH. Und heute soll es darum gehen, welche die drei besten Wege sind, um 2020 Neukunden für seine Agentur zu gewinnen. Ich bin der Meinung, dass 2020 das Jahr ist, welches noch nie so einfach war, um Neukunden für die eigene Agentur zu generieren. Und ich will euch jetzt einfach mal drei Schritte geben, wie ihr das definitiv schaffen könnt. Weil das Ding ist, wenn ihr 2020 allein mit eurer Agentur nur sichtbar sein werdet, werdet ihr schon einen Haufen Kunden und so weiter generieren, gerade im digitalen Bereich. Warum? Weil die Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen wie Online-Marketing, Social-Media-Marketing, Branding und so weiter noch nie so groß sein wird in Deutschland, Österreich und in der Schweiz wie 2020. Deswegen, wir sind schon beim richtigen Punkt, Sichtbarkeit. Wir müssen schauen, dass wir mit unserer Agentur oder dass du mit deiner Agentur sichtbar wirst. Das heißt, was ist der allererste Schritt, um sichtbar zu werden? Netzwerkevents. Netzwerkevents und Afterwork-Events. Das können so Sachen sein wie beispielsweise Unternehmerfrühstücke. Da gibt es so Verbände wie beispielsweise BNI oder sowas. Das gibt es eigentlich in jeder Stadt. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, mindestens einmal pro Woche auf ein Unternehmerfrühstück oder so ein Afterwork-Event zu gehen. Einfach um sichtbar zu werden, um bekannt zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr werdet dort an Netzwerk kommen, worüber ihr über Kaltakquise nie kommen werdet. Ihr werdet auf andere Branchen kommen und so weiter, die ihr angehen könnt, auf die wärt ihr auch nie gekommen. Deswegen auf jeden Fall einmal pro Woche auf ein Netzwerkevent, Unternehmerfrühstück und so weiter. Das zweite ist natürlich Telefonakquise. Und bei der Telefonakquise geht es ganz stark um die Schlagzahl. Bedeutet, ich muss die Frequenz hochfahren. Wenn ich merke, okay, ich brauche 100 Anrufe, um 2 Termine zu machen, ja, dann brauche ich halt 200 Anrufe, um 4 zu machen. Worauf ich hinaus will, ist, dass man die Schlagzahl hochhalten sollte und dass man sich nicht darauf konzentrieren sollte, dass man viele Absagen bekommt, sondern wirklich nur auf die Zusagen konzentrieren und alles andere ist egal, weil, wie gesagt, gerade 2020 im ersten Quartal jetzt auch und auch die Monate danach geht es darum, jetzt am Anfang mal Kunden zu generieren, dass man mal Referenzen hat, dass man richtig gute Ergebnisse erzielen kann, weil dann wird man weiterempfohlen. Wie gesagt, die Nachfrage war noch nie so groß wie 2020. Der nächste Punkt und der dritte Punkt hier an dieser Stelle ist oder sind generell Messen. Und zwar kann man auch mit seiner eigenen Agentur auf Messen gehen, sich dort einen Stand holen. Die kosten meistens, ja, je nach Messe 2000 Euro, vielleicht mal 5, vielleicht mal 10.000, vielleicht mal noch ein bisschen mehr. Aber man muss das Ganze mal so rechnen, dass wenn man einen Kunden reinholt, der monatlich direkt wieder 2000 Euro bezahlt, wie schnell man das wieder drinnen hat. Deswegen, es ist auch wichtig, dass man sich mal hinsetzt und plant, welche Messen würden prinzipiell Sinn machen, wo ich mich mit meiner Agentur positionieren kann. Und wenn ich am Anfang noch stehe und mir keinen Platz buchen will, kann ich trotzdem bei so Messen als Besucher vor Ort sein, Visitenkarten verteilen und so weiter. Deswegen setzt euch mal hin, schaut euch an, was gibt es für Messen, die interessant wären. Internetmessen, für andere Leute zum Beispiel auch sowas wie Foodmessen, Sportmessen und so weiter. Weil das sind alles Unternehmen, die zum Beispiel Social Media brauchen, Online-Marketing brauchen und so weiter. Deswegen auch Messen, ein ganz wichtiger Punkt und ein sehr wertvoller Punkt, wenn man 2020 Kunden generieren will. Genau, deswegen an dieser Stelle, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die drei Tipps gefallen haben oder generell gefallen haben. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr schon einer dieser drei Tipps verwendet oder ob ihr die ganzen Tipps umsetzen werdet. Würde mich mal extrem interessieren. Schreibt auch gerne mal rein, wie ihr aktuell eure Kunden gewinnt. Ansonsten natürlich auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen für mehr Content, den Kanal abonnieren für mehr Content. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Max. Ciao.